Ja, willkommen zu Waffenwitz Fluch, Teil 2.5, den fangemachten Teil dieser Reihe. Wir sind in Montfaucon und die brauchen unbedingt Batterien für die Taschenlampe, die anscheinend Die leer ist. Batterien scheinen leer zu sein. Jawohl. Muss man kurz mal lauter machen. Bisschen lauter nur. George Stobbart, abermals auf den Spuren der Templer. Okay. Die Batterien sind leer und hier haben wir welche gefunden. Da scheint noch Strom drauf zu sein. Mir wird ganz mulmig um die Magengegend. Soll ich da wirklich ungeschützt reinfassen? Selbstverständlich. Entschuldigung. Mein Gott, rest in peace, George Stobbart. Ja, das wäre passiert, wenn wir es gemacht hätten. Wir haben uns entgegen entschieden. Lieber nicht. Lieber nicht. Wir nehmen dazu einen Schraubendreher. Das wird nicht funktionieren. Nee, das weiß ich auch. Ich habe das vorhin schon mal angespielt und da hat mir doch tatsächlich was gefehlt. Und das, was fehlt, das kriegen wir in Nico ihre Wohnung. Das ist nämlich ein Pullover. Habe ich vergessen mitzunehmen. Und freue mich, wie ich das gespielt habe. Ist es mir nicht gleich eingefallen, habe ich ein bisschen rumgemacht. Ich denke, spiel es neu. Das verdient ihr. Weil zuschauen, wie ich 15 Minuten lang irgendwas versuche und es funktioniert nicht, ist auch nicht so spannend. Deswegen holen wir jetzt den Pullover an. Wir haben uns zwar das letzte Mal im Bett rumgewuschelt, oder wir wollten das. Aber den Pullover haben wir übersehen. Nehmen wir gleich mal mit. Ziemlich dick und flauschig. Oh, immer gut. Wenn es mal kalt wird. Ziemlich dick und flauschig. Mehr nicht. Okay. Gehen wir wieder zurück. Montfaucon. Und holen uns die Batterien, damit wir in die Zeitung den Keller gehen können. Jetzt brauchen wir die Batterien. Mal gespannt, wann wir unseren Polizisten wiedersehen. Den treffen wir, glaube ich, auch nochmal. Ja, hier ist der Kanaldeckel, mit dem wir letztes Mal. Ich soll mich also erhängen? Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Ich habe da nichts geklickt hier. Ich habe hier geklickt. Oder wollt ihr klicken? Da gehe ich bestimmt nicht noch mal rein. Nee. Lass mal sein. Nimm mal die Batterie und gehen. Da scheint noch Strom drauf zu sein. Mir wird ganz mulmig um die Magengegend. Soll ich da wirklich ungeschützt reinfassen? Nein, 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 nein. Lieber nicht. Lieber nicht. Wir nehmen den Pullover. Verdammt, das hat wehgetan. Aber wenigstens bin ich nun im Besitz zweier mutig ergatterter Montfaucon-Batterien. Prima. Ein schönes Souvenir. Jetzt gehen wir zur Zeitung gehen. Ja, komm, komm. Noch ein bisschen. So, hier. Ist das der Brunnen hier? Das ist der Brunnen. Ich habe gedacht, das steht dann rechts. Egal. Zeitung. France National. Für den wahrscheinlich auch Nico schreibt. Ne, die schreibt für La Liberté, glaube ich. Ist egal. Ja, vorne gehen wir nicht, können wir nicht rein. Wir probieren es nochmal. Klopf, klopf. Ja, das hätte was. Die Tür einfach einzutreten und mit einem kräftigen "Hallo, hier ist George Stobbart und ich breche hier ein", das Gebäude zu betreten. Vielleicht wäre es aber angebrachter, unauffälliger in das Haus zu kommen. Ja, und was gibt's unauffälliger, wie unauffällig zur Kellertür zu gehen und die aufzubrechen? Ja, die bekommen immer von der Hintertür. Die schlechten Diebe, die guten Diebe, die gehen einfach während Da der komme ich Öffnungszeiten nicht da rein. rein und fragen, haben Sie mal die alte Zeitung noch? Ach nee, nicht das Gebäude, George, du sollst die Kellertür aufmachen. Oh Mann, oh Mann. Keine gute Idee. Nein, die Idee war nicht so gut. Ich habe mich verklickt. George stand davor. Jetzt gebrauchen wir mal mit der Kellertür die Haarspange.
Keine schlechte Idee, doch die Haarnadel alleine ist dafür zu unpraktisch. Ja, da kann man auch lange rummachen, man muss einfach rechtsklicken. So gibt die Nadel einen prima Dietrich ab. Und schon wird sie verbogen als Dietrich. Also meiner Erfahrung nach ist es ein bisschen zu lasch ohne Haarspange. Die muss schon richtig stabil sein. Aber in diesem Fall wird es funktionieren. Okay, jetzt haben wir die Taschenlampe. Und gehen da mal rein. Ich kann leider nichts sehen. Ohne eine Taschenlampe brauche ich dann nicht reinzugehen. Es ist stockdunkel. Ach, ich habe die Batterie nicht reingetan. Okay. Dann gehen wir jetzt mal rein. Verdammt, die Batterien scheinen leer zu sein. Autsch! Hoppla! Das Leben auf dem Spiel gesetzt. Ich sollte mich besser beeilen. Und die Batterie sind leer. Aber jetzt scheint er zu scheinen, oder ist es die Lampe? Ich denke, die Taschenlampe. Feuerlöscher, immer gut. Der Feuerlöscher sitzt fest in der Verankerung. Das wird nicht funktionieren. Okay, das Licht schalten geht auch nicht. Jetzt haben wir hier ein Regal von IKEA. 2002. Ich untersuche das Regal. Ja, George, du bist glaube ich, eine Zeitung, ne? Ich untersuche das Regal. Auf allen Regalen stehen die Jahrgangsausgaben der Zeitungen. Bei diesem handelt es sich um das aktuelle Jahr, 2003. Okay, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August vielleicht? Bei meiner Suche stoße ich auf eine Ausgabe, die am interessantesten erscheint. Das Attentat wird hier in überdimensionaler Größe angeprangert. Reporterin unter Mordverdacht. Die renommierte Pariser Fotografin Nicole Collin wurde am frühen Montagabend nach stundenlangem Verhör aus der Obhut der Polizei entlassen. Der Verdacht würde sich nicht erhärten, dass die Journalistin in Verbindung mit dem Anschlag am ermordeten Bürgermeister Bernard Lemaire stehe, so Polizeiinspektor Henri. Lemaire wurde in jüngster Vergangenheit immer wieder Opfer zahlreicher Anschläge, nachdem er sich offen dem Kampf gegen den Pariser Sektenkult und deren totalitäre Strukturen widmete. Die 34-jährige Fotografin geriet in Verdacht, als sie der irische Journalist Ferdinand Irvine beschuldigte, mit den Anschlägen in Verbindung zu stehen und sie mit einer sektenähnlichen Organisation, die sich selbst Templer nennen, in Verbindung brachte. Irvine kündigte an, in den nächsten Wochen seinen Anschuldigungen Beweise folgen zu lassen. Zu seiner eigenen Sicherheit wird der Journalist derzeit von der Polizei an einem geheimen Ort versteckt gehalten. Das ergibt keinen Sinn. Wieso sollte Nico jemanden töten wollen? Ich muss etwas zu diesem Reporter Irvine herausfinden. Nur wo? In der Zeitung? Oh, was ist denn das? Ein Molotow? Ein Cocktail? Oh! George, Feuerlöscher! Ach, geht's ein bisschen schneller? Das ist ja... Wie damals mit der Spinne, wo er das Feuer löschen musste. Nimmt sich immer sehr viel Zeit. Boah, jetzt geht's oder was? Hopp. Ja, todesmutig, Feuer gelöscht. Das war knapp. Ich habe wohl nicht nur Freunde. Merkwürdig, der Einzige, der wusste, dass ich hier bin, war André. Der kleine Wurm. Ja, jetzt wissen wir, dass da irgendwo die Templer noch aktiv sind. Und wir suchen einen Journalisten. Und Nico sowieso. Café de Jean, da brauchen wir nicht hin. Eis wollen wir auch nicht mehr, haben wir auch schon. Hier haben wir die Taschen. Gehen wir nochmal in Nico, der ihr Apartment. Und schauen uns da mal nochmal um. Vielleicht ist er daheim. Vielleicht auch nicht. Ah, Posterbuff mit Fluch 2. Was ich natürlich. Nein, auch warum sollte ich das von der Wand reißen? Du sollst doch nur anschauen. Da hängt ein Poster mit der Aufschrift Baphomets Fluch 2 an der Wand. Gut. Als ich mir die Liste nochmal genauer anschaue, sticht mir der Name Ferdinand Irvine ins Auge. Ha. Das ist der Journalist, der im Zusammenhang mit Nico in dem Zeitungsartikel erwähnt wird. Hinter seinem Namen steht Mouvage 12, das Hotel Ubu. Nico tötet Bürgermeister. Nico wird verhört, taucht dann unter.
Reporter behauptet, belastende Beweise zu haben. Nico taucht wieder auf und hat Irvines geheime Adresse auf ihrem Computer. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Und nicht nur, weil ich mich anhöre wie André. Ich habe gedacht, sie hat versucht, den Bürgermeister umzubringen. Jetzt ist er tatsächlich tot. Wohl auch nicht. Es war ein bisschen verwirrend. Ja, dann müssen wir mal im Hotel Ubu. Kann ja nicht weit weg sein. Wollen wir noch mal der Blumenfrau später vielleicht? Irgendwie bringt es uns nicht so weiter. Oh, sind wir schon da? International. Oh nein. Wieso oh nein? Ach, hier. Guido und Flap. Oder Flap und Guido. Die waren doch gestorben in der Kirche. Monsieur Stobart, schön, Sie wiederzusehen. Finde ich nicht. In der Ruine. Oh. Flap, wedle nicht so auffällig mit dem Ding rum. Verstanden, Guido. Also, Monsieur Stobart, darf ich Sie bitten, sich nicht zu bewegen? Wir wollen doch keine Szene machen. Keine Szene? Keine Szene? Verlangen Sie etwa von mir, mich in aller Ruhe erschießen zu lassen? Wenn Sie kooperieren, wird Ihnen nichts geschehen. Vorerst. Oh, ja, wie sind Sie da aus der Kirche rausgekommen? Aus der Ruine letztes Mal mit dem Sprengstoff, glaube ich. Wie sind Sie eigentlich damals aus der Kirche in Bannockburn entkommen? Das geht Sie nichts an. Wann darf ich ihn endlich erschießen? Noch nicht, Flap. Noch nicht. Oh Mann. Können wir nicht einfach Freunde werden? Und ich auf 2 Millionen Euro verzichten? Nichts geht über eine wahre Freundschaft. 2 Millionen für den Stobbart. Dann sind ja ziemlich reich, die Auftraggeber. Ob das dann die Templer sind? Was wollen Sie von mir? Ach kommen Sie, Stobbart, seien Sie nicht so dumm. Seit Sie vor 7 Jahren Ihre Nase in Angelegenheiten gesteckt haben, die Sie nichts angehen, befinden Sie sich auf der Liste der Templerfeinde ganz oben. Hören Sie auf mit diesem Unsinn. Die Templer gibt es nicht mehr. Wenn Sie das sagen, nur komisch, dass sich Ihre Freundin mit Leuten traf, die sich Templer nannten. Finden Sie nicht auch? Sie Lügner! Nico hat und wird nie etwas mit diesen Idioten zu tun haben. In seinem Gesicht breitet sich eine überraschte und heimtückische Miene aus. Sie haben Madame Collard heute getroffen? Ja, warum? Reine Neugier, weiter nichts. Sie werden ihr kein Haar krümmen. Das kann Ihnen doch egal sein, seit sie mit diesem blonden Geschichtsprofessor ausgeht. André? Richtig, das war sein Name. Die beiden geben ein wunderschönes Paar ab. Finden Sie nicht auch? Gott. Und wieder eine Lüge. Alles, was Ihren Mund verlässt, Guido, sind Lügen. Nichts als Lügen. Die Templer gibt es also noch? Ja, noch mächtiger als früher. Wenn Sie dachten, mit Ihrer Schottland-Tat den gesamten Templerorden vernichtet zu haben, täuschen Sie sich. Und ihr arbeitet wieder für Sie. Monsieur Stobart, wir beide sind die Art von Leuten, die gerne als Söldner bezeichnet werden. Die Bezahlung ist gut, das Einzige, was uns interessiert. Glauben Sie mir, das wird sich ändern. Ich werde Sie auch dieses Mal aufhalten, und wenn ich wie damals wieder um die halbe Welt reisen muss. Sehen Sie, genau darum sind wir hier. Flap und ich werden das verhindern. Nicht, wenn ich flüchten kann. Und wir flüchten ins Hotel Ubu. Ja, die sind ja schlimmer wie die Assassins. Die Assassins sind Schleichmörder. Und die hängen ja... Ich hoffe, dass sie später wieder rauskommen. Der Junge mit der Mundharmonika. Ne, der Junge mit dem Ball. Okay, fragen wir mal nach. Wie ist das letztes Mal die Madame, keine Ahnung. Tag, Junge. Hallo. Mit welchem Spielzeug hantierst du da eigentlich? Das? Ein Fraggy. Ein Fremmy? Fraggy, Mensch. Eine Art Gummiball. Sieht sehr lustig aus. Toll. Wer sind Sie? Ich bin George Stobart. Das ist aber ein komischer Name. Nein, das ist er nicht. Doch, das ist er. Nein, mein Junge. Stobart ist ein normaler Name. Stobby, nein. Der ist ganz lustig. Mein Name ist nicht komisch, okay? Stobber, Stobby, Stobbo! Wer hätte das gedacht? Ich streite mich mit einem kleinen Bengel, der gerade mal die Intelligenz einer Banane hat. Mein Daddy hat einen viel besseren Namen als Sie, Mister. Wie heißt er denn? Flap? Nö, Ferdinand Irvine. Oh, und wo ist dein Vater? Weg. Er hat gesagt, dass ich hier warten solle. Doch bisher ist er nicht zurückgekommen. Ja, denn was für ein Zufall, den suchen wir gerade.
braucht man gar nicht hochzukommen. Wann hast du deinen Vater zuletzt gesehen? Das war vor etwa 3 Stunden. Da hat er nochmal Glück gehabt, dass es keine 3 Monate sind. Lies mal was. Oh nein. Okay, dann wollen wir mal den Pförtner fragen, wie auch immer. Oder den Hotelier. Rezeptionist, fragen wir mal nach. Oh oh, ob er uns noch kennt. Guten Tag. Guten Tag, Monsieur, was kann ich für Sie tun? Zumindest hat er eine andere Stimme. Haben Sie den Schock schon verdaut? Wie meinen? Ich weiß, ich hätte Sie nicht auf Sie loslassen dürfen, doch ich hatte keine andere Wahl, wenn Sie verstehen. No, ich verstehe nicht. Lady Piermont, die Klavierspielerin, die Friedensrichterin. Ah oui, die Madame in Lila, eine Bestie, mon ami. Also so schlimm war sie dann nun auch wieder nicht. Etwas extravagant, aber okay. Sie ist ja auch nicht losgelassen worden, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten. Wo Sie recht haben, haben Sie recht. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wenn er uns jetzt wieder kennt, vielleicht ist er uns ein bisschen mehr behilflich wie das letzte Mal. Ich würde gerne ein Zimmer mieten. Einen Moment bitte. Leider haben wir kein freies Zimmer. Ehrlich? Oh. So viel scheint hier aber gar nicht los zu sein. Das mag der erste Eindruck vielleicht vermitteln, doch gegen Abend erst ihr Hochbetrieb. Mist. Pardon? Nichts, ich habe nur laut gedacht. Ja, können wir da reinschauen? Ja, erst muss man das Gespräch beenden. Und dann rammen wir in den Schraubenzieher rein. Nee, geht auch nicht. Was halten Sie davon? Wo, das ist ja ein Schraubenzieher. So einen wollte ich schon immer mal haben. Ehrlich? Natürlich nicht. Warum belästigen Sie mich mit so etwas? Naja, wenn ich ehrlich bin, weiß ich es auch nicht. Spielerei, was hältst du von einer Schere? Das hier ist eine Schere. Oui, das sehe ich. Und? Was und? Ja, was sagen Sie dazu? Dass Sie verrückt sind. Ja, dann zeigen wir nochmal die Zeitung. Das wird nicht funktionieren. Okay, George. Ja, ja, ja. Können wir hochgehen? Oh, wir gehen hoch. Toll. Lauschen wir mal. Da komme ich nicht rein. Oh, ich nicht? Oh nein. Okay. Ja, da gibt's auch den Guido. Ich zerre an der Tür, doch sie geht verständlicherweise nicht auf. Die nächste Tür? Ist auch doof. Da komme ich nicht rein. Warum sollen die hier rein? Warum? Ach, frag mal, was für Zimmernummer der hat. Tag, Junge. Hallo. Nee. Funktioniert nicht. Spielen wir mal ein bisschen rum. Soll ich rausgehen? Ich wollte schon damals keine Klavierstunden haben, als es in war, sich von Mom und Dad im Klavierspielen unterrichten zu lassen. Also unser Journalist Irvine ist nicht da. Wir wissen nicht, wo er ist. Guido und Flap stehen draußen. Wir können nicht in die Türen rein. Das hat auch keinen Zweck. Wir brauchen die Zimmernummer. Erfahren wir nicht. Oh, oh, eine verzückte Situation. Aber bis es dann weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Teil. Bis dann. Mach's gut. Mach's besser. Euer Christian.